Was? Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Horrorvideo. Wie ihr seht, spielen wir Wrong Floor, made by N4BA oder N4BA. Naja, und heute natürlich mal wieder mit Facecam. Ich hoffe, die Facecam bleibt an. Also schon mal voraus, wenn die Facecam anhält, tut mir leid. Ja, ich würde sagen, machen wir mal den Sound ein bisschen wieder höher und wir gehen ins Spiel rein. Schauen wir doch mal, Sensitivität haben wir ein bisschen... wobei, machen wir so. Gut, gut, gut. Das wollen wir natürlich, dass es nicht passiert. So, dann drücken wir mal auf Play. Wir schwanken aber ein bisschen ordentlich, ne? Ich hoffe, es leckt nicht allzu sehr. Ziehen wir runter oder hoch? Also nicht. Ich will den Fahrstuhl schon mal rufen. Er sieht nicht so stabil aus, wie ich mir es vorgestellt habe. Naja, gut, lass mal reingehen. Wo wohnen wir denn? Also wir sind jetzt auf 8 anscheinend, ne? Oder soll ich die 8 drücken? Also nicht. Wir fahren auf jeden Fall. Eins. Oh! Okay. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich höre nur ein bisschen sehr viel Ruhe kämpfen. Hey! Ich sehe nix. Außer diese Lampe. Kann ich mich ducken oder so? Hallo, Lampe? Kann ich irgendwie mitnehmen? Eine Tür. Okay. Geh auf! Okay, Lampe könnte ich sonst noch irgendwo... okay. Gut, ich kann die Lampe also selber bewegen. Das ist schon mal sehr erfreulich. Man sieht ja nichts. Guck mal nach oben, bitte. Okay, wir haben hier einen Feuerwehrschlauch, der bringt uns aber nichts. Na, guck mal bitte zu mir. Nein! Was machst du denn? Okay, anscheinend hatte Voreinstellung. Hallo? Hätten nichts. Eine Maus. Ich sehe ein kleines Licht. Oh! Sir, ich glaube, der liegt hier schon ein bisschen länger. Er sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Ich kann ja auch nichts sehen. Kann ich die Lampe hier auch zumindest anklicken? Also es ist allgemein ein sehr dunkles Horror-Game anscheinend. Da gucken seine. Ich lasse ihn mal alleine. Was ist hier? Mein Herz pocht, warum? Wieso pocht mein Herz so? Ich höre da was in der Dunkelheit. Hallo Lampe. Oh! Wir haben eine Taschenlampe. Wunderschön. Okay. Gut, dass wir das jetzt wissen. So ein Schrank. Feuerlöscher.
Was? Was war das? Der war... Oh, Alter. Junge. Kann er aus dieser Tür hier raus? Please open the door. Alter. Ich wurde jetzt nur vertaut. Junge. Ey. Lass deine Fliegen bei dir. Okay. Hier ist eine Wand, gut. Ey, bitte lass es nicht nur aus Windows Guest bestehen. Kann ich jetzt die Tür aufmachen? Nö, okay. Aber hier ist noch ein Gang. Mal gucken, was haben wir denn hier drin? Verblinkende Lichter, okay. Ich dachte gerade, da wäre jemand, das ist aber nur die Tapete, die abfällt. Okay, was ist das hier? Attention, extremely dangerous. Da. 2,5 Meter groß, ja. 30 Jahre, cuts all over the body, homeless, may hide in adjoining building, basements, with assets. Ich glaube, die Typen haben wir gerade gesehen, oder? Yeah. Sieht aber auch nicht so freundlich aus. Mütze. Naja, okay, eine Matratze. Er wohnt anscheinend tatsächlich hier. Also er ist auf jeden Fall ein sehr... Wie sagt man das? Er ist ein Raucher, sagen wir es mal so. Cola. Was Besonderes hier? Scheint nicht so. Okay, dann gehen wir weiter. Can be broken with a crowbar. Ey, die Frage ist, wo haben wir hier bitte eine Crowbar? Oh! Moin, Meister! Okay, gut. Dann lauf mal wieder zurück und guck mal. Vielleicht hat uns ja jetzt der Crowbar dahin gelegt. Oh. Oh, er hat die Tür eingetreten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ah, schön. Ui. Kannst du dir mal was anziehen? Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser für meine Zuschauer. Gut, wir begeben uns mal auf die Suche nach einer Crowbar. Alles ganz normal hier. Ah, Tachchen. Haben sie heute schon geduscht? Weiß ja nicht, ob sie irgendwie... Wollen sie alleine sein, oder... Ich weiß ja nicht, was sie da gerade vorhaben, also... Okay, er lässt anscheinend nicht mit sich reden. Vielleicht sollen wir mal zu ihm laufen. Moin, Bruder! Hey! Guck mich mal an! Guck mich mal... Oh. Ja, okay. Hat er mich gerade geschlagen? Ich glaube ja. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Hallo? Ich glaube, das war nicht so vorgesehen, habe ich so das Gefühl. Okay. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zu der Situation. Wir sehen uns gleich wieder. So, wieder hier angekommen. Wo er ja jetzt gerade hier seine Wand da bestarrt. Wartet. Muss gucken. Wir laufen einfach an ihm vorbei. Moin. Gefällt dir deine Wand? Dann laufen wir mal weiter, ne? Gut. Schauen wir doch mal, was finden wir hier? Eine Tür. Was ist denn das? The Count behind the Red Cabinet. Ah.
hinter dem roten Kabinett. Ach, wo er steht oder wie? Song. Ah. Er ist weg. Okay, gut. Rotes Kabinett. Meint diese roten Schränke? Hey, sag mal, die Tür war da gerade noch offen. Was ist denn das? Kann kein Russisch. Jetzt in dem roten Kabinett. Welche Richtung gehe ich denn, ist die Frage. Ich glaube, ich gehe hier lang. Rotes Kabinett. War sie nicht bewegt, ne? Gut. Eieiei. Hier ist ein roter Schrank. The Count Behind. Sehe ich da was? Nö. Oh, mein Ohr juckt. So. Hinter dem roten Schrank. Kann ich die verschieben? Oh! Tag auch. Ihr seid anscheinend die Schrankbewohner. Ja? Okay, gut. Habt ihr nicht zufällig irgendeinen Code bei euch drin, oder? Ne? Okay, gut. Gut. Hier ist noch ein roter Schrank. The Code behind the red cabinet. Aha! 1990. Gut. Dann mal auf zurück. Ich hoffe, jetzt steht er nicht hier und will uns gleich noch einen Kuss geben. Das wäre nicht so schön. Ich höre ihn hier lang stapfen. Also, du solltest dir schon Socken anziehen, wenn du Leute erschrecken möchtest. Ist ja gut, da brauchst du nicht gleich gegen die Rohre zu schlagen. Also echt. Bumm, bumm. Bist du Bigfoot oder was? Meine Güte. Bist aber auch manchmal ein bisschen. Laut ist der Typ. Sehr, sehr laut. Ja, herein. Oder auch nicht. Hier ist er nicht. Das heißt, ich muss hier durch diese Tür. 1990 war. Oh oh. Oh oh. Boah. Alter. Crowbar. Ah. Ich glaube, es wird einen Grund geben, warum hier mehrere sind, oder? Ich glaube, wir haben ihn wütend gemacht. Ja, wenn er uns tötet. Ja, komm. Ich glaube, wo muss ich denn? Die Tür war gerade noch nicht offen. Hallo? Bitte benutzen? Irgendwas ist hier ausgebrochen. Alter, fahren die da um Motorrad oder so? Hört sich auf jeden Fall so an.
Das zeigt schon auf den richtigen Weg. Dann lasst mal hier das Ding so aufmachen. Oh, Lichtschalter. Moin, mein Lichtschalter, alter Freund. Nee. Keine Chance. Okay, die kann ich auch nicht mehr benutzen. Sonst ist hier nichts. Ah, warte mal. Tachchen. Siehst ja wunderhübsch aus. Oh! Alter! Stand einfach hinter mir. Halber Herzinfarkt. Junge! Okay, gut, ich hab's verstanden. Du magst mich nicht. Boah, Alter. Ich komme jetzt mal hier der Leiter folgen, habe ich das Gefühl. Wo führt die uns denn hin? Ah, zum Fahrstuhl. Schauen wir nochmal. Oh. Hi. was ist mit dem Kopf los? Sir, geht's Ihnen gut? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich gehe mal, ne? End. Komm, da muss jetzt auch ein Fragezeichen kommen. End. End. Okay, gut, das ist das Ende. Oh. Was soll ich sagen? Wenn ihr mal einen kurzen Kick für zwischendurch braucht, spielt dieses Spiel. Junge. Ja, das ist das Ende. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.